Hi, hier ist wieder euer Moped-Buddy. In dieser Folge geht es darum, wie meine Frau und ich auf unserer Yamaha Tri-City 300 die Alpen überqueren mit dem Ziel, dem Gardasee. Los ging es in der Nacht von dem 28. auf den 29. April. Unser Wecker klingelte um 3 Uhr morgens. Unsere Sachen hatten wir bereits am Vorabend im Roller verstaut. Draußen waren es jetzt um 3 Uhr nachts immerhin kuschelige 4 Grad. Nachdem wir unseren Kaffee getrunken hatten, ging es auch schon los. Guten Morgen, Servus, heute zu einer neuen Folge. Es ist endlich soweit, heute geht es zum Gardasee. Wir haben schon die ersten 50 Kilometer hinter uns, die Sonne geht langsam auf. Es ist jetzt 5:30 in der Früh, aber es ist arschkalt, es hat 2 Grad. Wir frieren uns ja alles ab, aber ja, wird schon werden. So, dann würde ich sagen, Pause ist gemacht, beziehungsweise Hände schnell aufgewärmt am Auspuff. Und würde ich sagen, weiter geht's. Wenn ich das gewusst hätte, wie blöd diese Einfahrt sein kann, wäre ich ein Stückchen weiter hinten stehen geblieben, um ja, einfach ein bisschen mehr Weg zum Beschleunigen zu haben. Also so auf jeden Fall voll bepackt und zu zweit ist es schon ja, sportlich, sage ich mal, mit einer angemessenen Geschwindigkeit da reinzukommen, ohne irgendwen zu behindern oder uns selber in Gefahr zu bringen. An der Stelle sind wir kurz vor oder kurz nach München, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber hier oder ab hier hat es dann so richtig angefangen Spaß zu machen. Die Sonne ist aufgegangen, es ist langsam wärmer geworden, man hat die Alpen endlich gesehen und ab da war es dann richtig geil. Sagen, ich habe zu Hause noch am Vortag schnell aufs große Windschild umgebaut bei der Tri-City und ich hätte es nicht besser machen können, weil es war so, beim Heimfahren war es dann für meine Frau hinten drauf, die saß ja auf der Erhöhung und die hat den Wind die ganze Zeit total ins Gesicht gekriegt und die hat seinen Kopf so hin und her geschüttelt, dass sie halt irgendwann auch schon Genickschmerzen hatte. Und mit dem kleinen Windschild wäre es noch schlimmer gewesen und mich jetzt halt auch noch getroffen als Fahrer, was blöd gewesen wäre. War auch mit meiner Frau blöd genug, aber ja, es hat sich dadurch einigermaßen noch in Grenzen gehalten. Also so blöd wie es auch ausschaut, dieses große Windschild, ist es manchmal wirklich Gold wert. Genauso beim Heimfahren hat es ganz kurz mal geregnet und also ich habe das Gefühl, solange ich 100 fahre, dass der Regen über mich drüber zieht. Ich krieg kaum was ab davon, außer ein bisschen auf die Handschuhe. So Leute, kurzes Update. Wir haben mittlerweile über die halbe Strecke geschafft. Ja, jetzt kann man auch schon ein bisschen was zum Verbrauch sagen. Also man muss ganz klar sagen, mehr verbrauchen kann man nicht. Wir fahren die meiste Zeit relativ Vollgas. Sind extrem beladen, also Topcase voll, Helmfach voll und ja, wir total dick und fett eingepackt, weil es ist ja doch recht kühl. Jo, also wir haben eigentlich das Maximalgewicht äußerst ausgereizt und siehe da, Durchschnittsverbrauch 4,7 Liter. Also ich würde mal sagen, ist Diesel-Auto-Niveau.
Also wer jetzt megamäßig Sprit sparen will, der sollte so nicht fahren. Aber ja, es macht schon bombastisch viel Spaß. Es ist halt einfach, wie soll man sagen, ein ganz anderes Feeling. Ich bin schon öfter nach Italien gefahren, aber so, der ganze Blick auf die Berge wird nicht von irgendeinem Autodach versperrt. Man riecht alles, man fühlt alles. Es ist einfach ganz was anderes. So, aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt trotzdem mal auf die Socken, dass es weitergeht. Wir wollen noch ein bisschen was vom Gardasee haben heute. Aber wunderschön hier. Die Tri-City, genau, die fährt sich auch super. Also nach jetzt insgesamt mehr als 300 Kilometern Autobahn, ohne Problem. Also fährt sich total schön, fährt sich total kraftvoll. Genau, ich melde mich später nochmal. So, dann haben wir gleich mal einen Nachteil von diesen drei Rädern. Man braucht eine scheiß Autovignette. Naja. Frisch gestärkt kann es weitergehen Richtung Süden. Und da piepst er schon wieder. Ich will ja nichts sagen, aber auf dieser Reise war die Maut teurer als der Sprit. Den Biker vor mir musste ich in dem Moment total beneiden. Der hat so ein cooles Täschchen am Armgelenk, in dem er Geld, Karten und alles drin hatte. Dass ich nicht selber auf so eine Idee gekommen bin, also gerade bei diesen Mautstationen ist es schwierig. Moped halten, Geld raussuchen, Handschuhe an- und ausziehen, schnell sein. Alles auf einmal wäre mit diesem Täschchen wirklich viel leichter gegangen. Aber gut, fürs nächste Mal weiß ich's. Man lernt nie aus. Eins muss man den Österreichern bei ihrer Abzocke lassen. Man darf sich in Österreich auf jede Art und Weise abzocken lassen. Auch mit Karte, auch mit Handy. Es ist relativ einfach. Also man kann einfach schnell mal mit Karte zahlen und muss kein Bargeld oder Kreditkarten zum Abzocken dabei haben. Das finde ich sehr nett von den Österreichern. Danke dafür. Und das betone ich deshalb, weil wir in Italien an dieser blöden Mautstation leider nur mit Kreditkarte oder Bargeld zahlen konnten, was ich vorher nicht wusste. Ich dachte, dort wird es auch mit Handy gehen oder EC-Karte, ganz normale. Aber leider nein, wir mussten in dieser blöden engen Mautstation vor den ganzen wartenden Leuten
komplett absteigen, das Ganze einfach ausräumen, um an den Geldbeutel ranzukommen, um dort eine Kreditkarte rauszufummeln. Hätten wir keine Kreditkarte gehabt, wären wir aufgeschmissen gewesen, zumindest bei der Rückfahrt, da wir da kein Bargeld mehr hatten. Ich finde im Allgemeinen, dass diese Mautstationen für jeden Motorradfahrer eine absolute Zumutung sind. Da müsste man sich schon was Einfacheres einfallen lassen. Alleine schon, weil man ja sowieso schon eine Vignette bezahlt. Es ist immer wieder lustig, wenn man am Straßenrand steht und seine Handschuhe und alles wieder anziehen muss. Und die LKWs an einem vorbeirauschen. Na, das ist blöd, wenn man die Handbremse nicht löst, ne? Beschleunigt er halt auch nicht so gut. Servus. Werkzeug? Bitte? Werkzeug? Ah, auch nicht. Scheiße. Nein, leider nicht. Ich wollte schon eins mitnehmen. Tut mir leid. Bei meiner allerersten Reise, wo ich kein Werkzeug dabei habe, werde ich ausgerechnet auch um Werkzeug gefragt. Wie es der Zufall immer haben will. Mittlerweile hat es 20 Grad und eine Stunde später waren es dann auch schon 24 Grad. Weitere lange kurze Pause. Ich kann es nur immer wieder betonen, das Reisen mit einem Moped ist eine ganz andere Art zu reisen. Man riecht den Fisch, der gegrillt wird. Man kann die Natur riechen, man kann die Natur fühlen, man hat den Rundumblick, man spürt die Sonne, man spürt den Wind, man spürt die Kälte, die Wärme. Das sind so viele Eindrücke, die im Auto einfach alle verloren gehen und die die Reise so viel schöner machen. Gegen 13.30 Uhr waren wir dann endlich von der Autobahn. Der Gardasee war jetzt nicht mehr weit. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch Bargeld, weil das ist, wie gesagt, der blöde Automat, der keine normalen Karten nimmt und auch nichts anderes. Nur Kreditkarten und Bargeld. Und zum Schluss sagt er noch rotzfrech, a veritierci.
Und natürlich wieder das leidige Spiel mit den Handschuhen. Ich verstehe es nicht, warum man nicht in der heutigen Zeit eine andere Lösung findet für dieses ganze Mautgedöns. Ich meine, man kann schon vorher irgendwie das online kaufen und sonst was, aber auch dann stelle ich es mir nicht gerade einfach vor. Einer der größten Nachteile bei der Tri-City ist tatsächlich, wenn man zu zweit fährt, ist die Gefahr in Linkskurven, zum Beispiel in Kreisverkehren, enorm, dass der Ständer aufkommt und man sich deshalb auf die Schnauze legt. Darauf muss man wirklich achten. Alleine ist mir das allerdings noch nie passiert. Also alleine kann man sich wirklich derart weit reinlegen, aber zu zweit unbedingt vorsichtig in die Kurven. Langsam waren wir schon fix und fertig von der Fahrt und auf einmal tut sich links von uns der riesige Gardasee auf. Man muss dazu sagen, wir waren das erste Mal am Gardasee, wir haben ihn noch nie live gesehen und dieser erste Eindruck, wenn man vom Berg aus diesen riesigen Gardasee sieht, ist einfach nur kaum zu beschreiben. Es ist einfach bloß pures Glück, Urlaub, endlich ankommen, alles auf einmal. Einfach ein Wahnsinnsgefühl. Auch das Gefühl, es endlich geschafft zu haben mit dem Roller. Damit habe ich mir einfach einen Kindheitstraum erfüllt. Beziehungsweise einen Jugendtraum. Ich wollte mit 15 Jahren am liebsten mit dem Mofa schon immer nach Italien. Dann mit dem 50er Roller und irgendwie ist nie was draus geworden. Und jetzt mit der Tri-City haben wir uns endlich meinen Traum erfüllt und war alleine deshalb schon was ganz Besonderes. So, nach einer gefühlten Ewigkeit suchen, haben wir dann endlich unser Hotel gefunden. Jetzt erstmal Mittagessen, bisschen an den Strand und dann am Abend ein bisschen ausklingen lassen. So, Tag 1 am Gardasee ist beendet. Oh, wir haben uns am Buffet gut gehen lassen. War auch verdammt lecker. Allerdings waren es ein bisschen viele alkoholische Sachen. Ja, daher gehen wir jetzt ins Bett. Und das schon um 10. So, neuer Tag, mittlerweile ist Samstag. Natürlich haben wir es uns auch nicht nehmen lassen, in die Stadt Limone zu fahren, in der wir auch über Nacht waren, allerdings ein bisschen abseits. Auch diese Eindrücke würden wir gerne mit euch teilen. Und nach der Stadt Limone geht es in die Berge mit der Yamaha, unter anderem in diese Schlucht, wo einer dieser James Bond Filme gedreht worden ist. Ist obligatorisch, ich glaube, das macht jeder, der dort ist, dass er da einmal hinfahrt. Und ja, da nehmen wir euch natürlich dann auch wieder mit. Auf dem Weg nach Limone sind wir schon am ersten James Bond Drehort vorbeigekommen. Man muss sagen, die Aussicht ist einfach wahnsinnig, also atemberaubend. Angekommen in Limone musste ich dann feststellen, dass es tatsächlich einen bequemeren Sitz noch gibt als der von der Yamaha Tri-City. Ich meine, das ist ja auch kein Sitz, das ist ein Wohnzimmersessel. So kann man Unterführung natürlich auch gestalten, das wird nicht so scheiße ausschaut. Also im Gegensatz zu unseren Unterführungen, die immer
komplett mit Graffiti vollgeschmiert sind, finde ich das schon deutlich schöner. So, wir sind jetzt gerade in Limone und schauen uns ein bisschen um und wir nehmen euch mit. Davon, wenn man bei so einer Saukälte losfährt und dann wird es immer wärmer und wärmer, dann wird man derart müde und dann nach dem Essen und noch ein paar Gläschen von keine Ahnung was das war, war dann gestern schon Schluss. You're about to rip your pants up. Turn the DJ, turn the beat up. Vibe to the sound coming out the speaker. Throw your hands up in the dance club. Dance hard like you're about to rip your pants up. Turn the DJ, turn the beat up. Vibe to the sound coming out the speaker. Come on. Yeah. Obst getrocknet gibt. We'll be right back.
Aufzug der Welt. Er setzt sie in Bewegung. Oh mein Gott, ich habe Angst. Bin noch nie so schnell Aufzug gefahren. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ach ja, okay. So, genug Video aus der Stadt. Ich würde sagen, jetzt geht's erstmal wieder auf die Tri-City und ab in die Berge. Diese Straße leider gesperrt ist, weil es gesichert wird gegen runterfallende Steine. Leider. Ja, dann gehen wir halt zu Fuß durch. Auch wenn man es leider auch nicht darf, aber das ist uns egal. Will uns schon keiner erwischen. So wie voll steht. Wir sollten ein Geländer her machen. Samstagabend zurück im Hotel. Haben wir dann noch die Live-Musik genossen und ein bisschen was getrunken. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich den Gardasee auch total unterschätzt. Ich war eigentlich immer mehr der Typ, der sagt, wenn ich so weit fahre, dann fahre ich gleich ans Meer, weil der Gardasee für mich immer ein See war, aber ich habe mittlerweile eine ganz andere Meinung. Der Gardasee ist einfach auf seine Weise extrem schön und auch gar nicht mit dem Meer zu vergleichen. Ich denke, der Gardasee ist ideal für Leute, die
sowohl auf Meer als auch auf Berge stehen oder für Paare, wo der eine am liebsten immer in die Berge will und der andere am liebsten immer ans Meer. Für die Leute ist der Gardasee meiner Meinung nach ideal oder eben für einen Kurzurlaub, weil es sind halt dann doch nur 500 Kilometer gewesen statt 660, was das wenigste von mir aus ans Meer ist. Ja, aber wie gesagt, habe ich total unterschätzt und ist viel schöner, als ich jemals dachte. Das war's dann auch schon vom ganzen Trip. Die Heimfahrt haben wir jetzt nicht mehr gefilmt, weil das war eigentlich ziemlich unspektakulär. Wir waren innerhalb von 6 Stunden zu Hause, hatten Gott sei Dank keinen Regen. Wie gesagt, ist nichts Besonderes mehr vorgefallen, da haben wir es auch nicht gefilmt. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und vielleicht auch meinen Kanal abonniert, einen Daumen hoch gibt, einfach als kleines Feedback, dass euch gefällt, was ich mache. Und ich hoffe, es kommen immer wieder super schöne Videos. Ich gebe mir Mühe, dass sie so spannend wie möglich sind. In dem Video wird ein bisschen wenig geredet. Von dem her war es vielleicht nicht ganz so spannend, aber kommt noch, kommt wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.